Fest des heiligen Antlitzes Jesu. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Evangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Jesus wollte seinen Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Heute, am Faschingsdienstag, wird das Fest des heiligen Antlitzes Jesu begangen. In der Wallfahrtskirche in Manopello in Italien durfte ich schon vor dem Volto Santo, vor dem heiligen Antlitz Jesu beten und dieses Wunder bestaunen. Bekannt ist das Volto Santo, das heilige Antlitz Jesu, von der 6. Kreuzwegstation, wo Jesus in das Schweißtuch der heiligen Veronika sein heiliges Antlitz eingeprägt hat. Möge er dieses, sein heiligstes Antlitz, auch in unsere Seele einprägen, diesen liebenden und zugleich leidenden Blick, da er so viel Schmach für uns und wegen unserer Sünden gelitten hat. Die Verbreitung der Verehrung des heiligen Antlitzes Jesu geht auf die selige Mutter Pierina de Micheli im 20. Jahrhundert zurück. Schon als 11-jähriges Kind hörte sie am Karfreitag die Stimme Jesu, der sie fragte, gib mir niemand einen Kuss der Liebe auf mein Gesicht, um den Kuss des Judas wieder gut zu machen. Seit diesem Augenblick begann ihre besondere Verehrung des heiligen Antlitzes Jesu. Später bat Jesus die selige Pierina, das Fest seines heiligen Antlitzes einzuführen, und zwar am Dienstag, am Faschingsdienstag, vor dem Aschermittwoch. Wohl auch zur Wiedergutmachung der vielen Sünden, die in der Faschingszeit gegen sein heiliges Antlitz, gegen seine Liebe begangen werden. Papst Pius XII. Führte dann dieses Fest in der ganzen Kirche ein. Jesus sagte zur seligen Pierina, ich möchte, dass mein Antlitz, dass die tiefsten Schmerzen meiner Seele, den Schmerz und die Liebe meines Herzens widerspiegelt, mir geehrt wird. Wer mich betrachtet, tröstet mich. Diese Andacht gilt auch als wirksames Mittel gegen die Versuchungen des Bösen. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, dessen heiliges Antlitz wir heute besonders verehren dürfen, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, der heiligen Veronika und aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, dich von deinen Ängsten, Bedrängnissen, Süchten, Versuchungen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes will, so geschehe es und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, komm herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut, bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.